Ah, da blinkt was. Magnum-Munition, sehr gut. Tierfilter, jo, mitnehmen. Röntgenbild. Das abgebildete Skelett ist nicht ganz menschlich. Hi. Oder warte mal, vielleicht krieg ich's hin. Ah, schade, ihr habt 8. Ich hab einen 1er Headshot. Aber anscheinend doch nicht. Aber der ist tot. Was ist? Fax. An Säuberungsabteilung. Zu Händen Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Als erstes werden wahrscheinlich Polizei und STARS intervenieren. Wir raten daher dringend zu Maßnahmen gegen sie. Ja, Pech, jetzt habe ich es gelesen. Ah, ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems in Form eines Gamecubes. Mit einer Modus-Kette können Sie den Passcode an das System übertragen. Da ist es Nummer 1. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Was ist hier? Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen? Ja, vielleicht noch nicht sofort. Darin ist eine klare Flüssigkeit. Fassen Sie sie lieber nicht an. Hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt. Und das Spülbecken ist voller leerer Kolben und Reagenzgläser. Und hier ist ein Farbband. Schmutziger Laborkittel, trägt kein Namensschild, okay, also unwichtig. Muss ich schon wieder zurück zur Itembox oder was? Sein Hin und Her ist es. Ja, aber muss er fast. Bin ja immer wieder out of Inventarplätze. Und wenn jetzt der Zombie dann aufsteht, nehme ich das Gewehr und schieße den Kopf weg. Oh, hallo, hallo. Nein. Bleib weg. Ich warne dich. Nein, weg. Ja, muss ich doch gleich die Schrotflinte hernehmen. So, Munition. Wo ist meine Magnum? Farbband auch. So, kein Bock mehr auf den Zombie. So, und wo ist er? Komm her.
bist denn du? Ja, sag mal, wo bleibst denn du? Hallo? Ah? Und weg. Ah, ich hätte nur noch einen Platz frei, aber ich nehme trotzdem das Gewehr mal mit. Also die Schrotflinte. Die Tür ist jetzt offen. Ist es schon wieder ein... Nein. Ah, kann ich hier wahrscheinlich... Ah ja, kann ich reintun. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA-39, Cerberus. FI-03, Neptune. MA-121, Hunter. Drecksviecher. T-002, Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. 8462. Habe ich gerade nur so gelesen. Brauche ich bestimmt später noch die Zahl. Aber jetzt habe ich erstmal wieder einen Platz frei. Und die Schrotflinte lasse ich erstmal bei mir. Geht's hier rein? Hallo? Sicherheitsprotokolle. Ebene 1. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Keller, Ebene 1. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Keller, Ebene 2. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung, sonstiges Personal, benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Keller, Ebene 3. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross, A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Keller Ebene 4. Entwicklung des Tyrannen nach Verabreichung des T-Virus. A. Wesker. Okay. Aber er ist eh tot. Auf den Regalen stehen Videos. Dies sind Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Aber ich hab gedacht, das könnte man sich jetzt nehmen und ein bisschen anschauen. Naja, anscheinend nicht. Was war 8462? Nicht, dass ich's vergesse. Eingabegerät für den Passcode. Ah. Jetzt geht es hier auf. Was ist das eigentlich da hinten, was die ganze Zeit blinkt? Ach. Modeskette. Gut, die brauche ich auf jeden Fall noch. Und hier ist Laborschlüssel. Nehmen wir Augle mit. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, jetzt kommt gleich was. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneth Film ansehen. Film ansehen? Jo. No! Hey! No! Ah!
glaube nicht, dass es im Director's Cut auch so war, damals, dass es da ein Video gab. Ah, das ist ein qualvoller Tod. Was ist hier eigentlich jetzt? Steht hier irgendwas Besonderes? Ah, Hochspannungsraum. Sehr gut. Ich weiß nicht, was ich weglegen soll. Nee, warte mal, ich speichere nochmal. Ich glaube nicht, dass ich das in einem Rutsch schaffe. So, was brauche ich jetzt erstmal nicht? Genau, gemischte Kräuter. Brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Sag mal, wo ist denn das Farbband? Ach, da. Bin immer gespannt, ob ich auf 20 Spielstände komme. So, das kommt. Ah, da war ja auch noch was. Okay. Nur zur Sicherheit, die beiden. Und gemischtes Kraut. Weil wenn jetzt der eine unten aufsteht, dann will ich lieber eine Schrotflinte haben, als wie eine Pistole. Ich denke mal, so lange werde ich gar nicht mehr brauchen. Also ich glaub's jetzt mal nicht. Stehst du auf? Ach, ein Schuss vergeudet. Ach, komm, egal. Hoi, was ist denn hier? Mitnehmen. Wichtig, wichtig. Ein großer Ventilator. Ob der Luft von außen ansaugt? Wäre lustig, wenn ich den mitnehmen könnte und dann einfach so die Zombies killen könnte. Ah, da geht's rein. Brauche ich den dann nochmal? Ah, okay. Und nur für die beiden Türen. Okay. Und was ist hier drin? Och Gott. Nee, oder? Boah, ich mag das Geräusch nicht. Zum Glück habe ich gespeichert. Und zum Glück finde ich Gewehrmunition. Endlich mal wieder.